Zeit. Hallo Leute, ich bin wieder zurück nach einer kleinen Pause, aber jetzt bin ich wieder da, weil ein Wunsch geäußert wurde. Ich sag ja jedes Mal, wenn ihr Bock auf einen Song habt, bloß mir sagen und wenn ihr Glück habt, kann ich ihn und diesen kann ich zufällig. Deswegen können wir auch gleich anfangen. Die Rede ist von Fürstenfeld. Mich wundert, dass der Wunsch erst jetzt kommt. Aber okay. Ist ja nicht mein Gebiet. Okay. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir werden anfangen. Jetzt sofort. Zu Beginn, das klären wir gleich mal zu Beginn. Die Leute fragen mich jedes Mal, und jetzt mache ich es einfach mal so, dass ich die Anschlagtechnik gleich zu Beginn zeige, dann könnt ihr es nämlich gleich mit probieren. Okay, ihr kennt ja meine gute alte Technik. Ich greife jetzt einfach mal D, okay, weil wir den gleich brauchen. So hört er sich an. Ich greife jetzt einfach mal D und schlage folgendermaßen an. Runter, runter, rauf, rauf, runter, rauf. Wenn man den schnell macht, wenn man den schneller bringt und mit ein bisschen mehr Rhythmus, dann klingt er folgendermaßen. Alles klar? Cool. Okay, die kommt sehr gut. Oder es gibt noch eine zweite, die geht so. Die fängt an mit zweimal runter. Runter, rauf, runter. Rauf, runter, rauf, Entschuldigung. Also zweimal runter. Rauf, runter, rauf. Okay. Okay, diese beiden sind ganz cool. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mehr Country reinzubringen, das Johnny Cash Picking hernehmen. Wochenlang steh ich schon da. Wochenlang log ich mir an. Das kennt ihr ja auch noch, also dazu brauche ich jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr verlieren. Kommen wir zu den Akkorden. Die sind eigentlich überhaupt nicht im geringsten schwer. Wir brauchen fürs erste Mal D. Den, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem fängt das Ganze übel an. Danach, okay, kommt C. Das sieht so aus. Und G. Entweder den mit drei Fingern oder den mit vier Fingern. Das ist eigentlich egal. Und so läuft das Ganze ab. Okay. Also. Wochenlang steh ich schon da. Nochmal. Wochenlang blag ich mir an. Nochmal. Okay. Und bloß ganz am Schluss davon kommt eine kleine Variation. Da kommt nämlich C, D, G. Das bedeutet, da ist quasi bloß D und C. Die werden ganz am Schluss nochmal vertauscht. Okay. Also, ich spür mir die Finger wund.
singen sogar, da kommt nicht so. Okay, Schluss. Und das wiederholt sich so jedes Mal, was die Strophen betrifft, okay? Da geh ich gestern in Sophia, fangt der Dirndl an zum Rennen mit mir, okay? Es bleibt immer gleich. Und dann wieder, da kannst ja Angst kriegen, wirklich wahr. So viel zu den Strophen. Der Refrain ist nicht viel schwieriger. Die Griffe, die wir brauchen, bleiben die gleichen. Okay. Das heißt, im Moment, wenn ich mich recht entsinne, fängt es wieder an mit D. Horn ist G. D. Fühl mich da so allein. Quasi genau zweimal das gleiche. D und G. Allein. Wieder D. Brauch keine große Welt. Und dann wieder genau den Schluss wie in den Strophen. Ich will ja nach Fürstenfeld. Ja, das war's. Ein Klassiker, er stirbt nicht aus. Keiner möchte ihn mehr hören, aber anscheinend will ihn jeder spielen. Okay. Ja, das war's erstmal.